Herzlich willkommen, Hallo. Frau Zehner. Freue mich, dass Sie da sind. Information der Bevölkerung, Selbstschutz, Selbsthilfe. Was muss ich mir denn unter dieser Aufgabe vorstellen? Also, wir haben nach Zivilschutzkatastrophenhilfegesetz den gesetzlichen Auftrag, die Bevölkerung zu informieren über den Zivilschutz, vor allem um über Hilfeleistungen und Schutzmöglichkeiten. Und wir haben die Aufgabe, die Gemeinden zu unterstützen, bei ihrer gesetzlichen Aufgabe den Selbstschutz und die Selbsthilfe der Bevölkerung aufzubauen und zu fördern. Ja, wie genau sieht das aus? Also wir haben natürlich verschiedene Kanäle, über die wir die Bevölkerung informieren und Informationsmaterialien. Ich habe hier einige mitgebracht. Zum Beispiel haben wir jetzt ganz frisch raus unser Bevölkerungsschutzmagazin mit der neuen Ausgabe zur Warnung der Bevölkerung. Ich nehme Ihnen das mal ab und halte das mal ganz vorne hin. Das ist irgendwie unser neues Magazin. Quasi druckfrisch aus der Druckerpresse. Genau. Genau. Das kann kostenfrei bei uns bestellt und auch abonniert werden. Da geht es immer um ein Schwerpunktthema aus dem Bevölkerungsschutz. Und es werden verschiedene Studien, beispielsweise aktuelle Projekte oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem jeweiligen Schwerpunktthema dargestellt. Dann haben wir natürlich auch Fachpublikationen. Ich habe jetzt mal diese als Beispiel mitgebracht. Oh, ich hoffe, das sieht man. Ich mache mal, während Sie reden, genau. Mache ich mal hier wieder den. Genau. Also das ist, spiegelt. Mit den grünen, genau, Dings. Autarke Notstromversorgung der Bevölkerung. Genau. Auf jeden Fall auch wunderbar. Ja. Da gibt es auch natürlich verschiedene Schwerpunktthemen, die da wissenschaftlich behandelt werden und für unterschiedliche Zielgruppen. Das wäre jetzt was, was auch für die Bevölkerung interessant ist. Wir haben aber natürlich auch Publikationen, die eher zum Beispiel für Hilfsorganisationen oder andere in dem Bereich Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz Beschäftigte interessant sind. Und wir haben natürlich auch eine breite Palette Flyer, wenn ich die Ihnen eben auch übergeben darf, zu verschiedensten Themen, die noch mal so kurz zusammenfassen, die man auch bei uns bestellen kann. Mhm. Und ganz zentral ist natürlich unser Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Genau. Denn genau das ist eben Selbstschutz und Selbsthilfe. Also zu wissen, wie kann ich mich auf verschiedene Notsituationen vorbereiten, was kann ich im Vorfeld tun. Zum einen vielleicht auch, damit diese Situation gar nicht erst eintritt. Ein Beispiel dafür wäre Brandschutz. Zum anderen aber auch, wie verhalte ich mich richtig, wenn eine Notsituation eintritt, um mich und andere zu schützen und Schäden möglichst gering zu halten. Darf ich mal eben, also das Titelbild ist ja auch eingeblendet, damit Sie es gut genau sehen, weil es ist eben der Ratgeber für Notfallvorsorge, das ist einer der Punkte, und genau dann richtiges Handeln in Notsituationen. Also man kann ja auch durch die beste Vorsorge nicht jede Notsituation verhindern, sodass exakt im Grunde genommen beide Aspekte auch in unserer Broschüre vereint sind. Genau, wir haben da verschiedenste Themen behandelt. Zum Beispiel eben den schon genannten Brandschutz, aber auch Naturereignisse wie Hochwasser, Unwetter, wie man sich auf solche Situationen vorbereiten kann, aber auch technische Risiken wie beispielsweise Stromausfall oder CBRN-Gefahren. Das kennt der ein oder andere vielleicht noch als ABC-Gefahren. Das müssen wir noch auflösen, weil das heißt nämlich chemisch, biologisch, radiologisch, nuklear, genau, und auch atomar, biologisch, chemisch. Dazu haben wir auch nachher noch, ich will jetzt mal ein bisschen spoilern, dazu haben wir nachher noch einen Kollegen hier, der das ausführlich nochmal erklärt und auch was wir da tun. Also bleiben Sie dran. Genau, und auch eben zu dem Bereich Stromausfall wird, glaube ich, der Kollege nachher noch mehr ins Detail gehen. Genau. Was aber ganz wichtig zu betonen ist, es handelt sich dabei um Empfehlungen. Also das sind keine Vorschriften. Niemand muss das eins zu eins umsetzen, weil nämlich gerade Notfallvorsorge auch was sehr Individuelles ist. Jeder hat ja andere Situationen, andere Umstände, in denen er lebt. Und ein gutes Beispiel dafür ist unser Lebensmittelvorrat. Wir empfehlen einen Vorrat für 10 Tage. Das hat den Hintergrund, dass man damit eben Zeiten überbrücken soll, bis staatliche Hilfe eintritt und sich vor Unannehmlichkeiten schützen soll, beispielsweise wenn es eben einen größeren Stromausfall gibt.
und dann Supermärkte nicht mehr geöffnet haben oder Ähnliches, dass man da eben vorbereitet ist und da jetzt nicht großartig drunter leidet, weil man eben schon gewisse Vorsorgemaßnahmen getroffen hat. Aber gerade so ein Vorrat ist natürlich was sehr Individuelles. Jeder hat unterschiedliche Vorlieben und Verträglichkeiten und deswegen muss man das immer so ein bisschen auf seine eigenen Gegebenheiten anpassen. Und ganz wichtig ist, wir sagen immer, man soll einen lebenden Vorrat anlegen. Also es bringt mir nichts, wenn ich mir da eine Palette Bohnenkonserven in den Keller stelle, obwohl ich keine Bohnen mag, nur weil sie halt gut haltbar sind, sondern es sollten Lebensmittel sein, die wir auch wirklich essen und verbrauchen und dann eben sukzessive wieder ersetzen. Das ist ja auch, ich habe jetzt auch schon mal einen Blick auf das Magazin geworfen, das Sie noch mit haben, Selbstschutz, Selbsthilfe. Das hatten wir ja auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie erstellt, wo wir im Grunde genommen auch gesehen haben, einen Lebensmittelvorrat anlegen ist nicht out und ist auch nicht, wie in unserem Fall, nur auf den Zivilschutzfall irgendwie beschränkt, wo viele vielleicht sagen, wann tritt der ein? Sondern es war eben auch dadurch, dass man empfohlen hat, man soll nicht jeden Tag einkaufen gehen, man soll möglichst am Anfang ja Kontakte vermeiden, ehe man sich auch insgesamt orientiert hatte, dass man im Grunde genommen dann auch mit einem guten Vorrat, der eben auch lebt, das heißt, ich nehme immer das Jüngste vorneweg esse es und das kauf was nach, dass man im Grunde genommen dann auch sagen kann, okay, dann muss ich eben nicht mehr jeden Tag oder jeden zweiten Tag einkaufen gehen, vermeide Kontakte und gehe einmal die Woche einkaufen. Also das ist auch, eine Art, mit so einem Lebensmittelvorrat umzugehen. Genau, das waren zum Beispiel auch Rückmeldungen, die wir aus der Bevölkerung bekommen haben von Risikopersonen, die gesagt haben, dank ihrer Empfehlungen habe ich ohnehin schon länger einen Vorrat und muss mich jetzt eben seltener der Gefahr aussetzen, vielen anderen Menschen zu begegnen, indem ich oft einkaufen gehen muss. Ja, und Sie haben ja auch selber einen Artikel in diesem Magazin geschrieben. Ich muss das jetzt doch mal auch noch mal reinhalten. Und wir können aber auch sagen, dass wir, dass diese Magazine, jeder kann im Grunde Abonnent werden. Sie müssen uns nur schreiben, dass Sie es haben wollen. Also das ist nicht auf Fachleute beschränkt. Das kann jeder haben. Genau, und Gleiches gilt eben auch für unseren Ratgeber. Den kann man auch kostenfrei bei uns bestellen. Der hat auch in der Mitte eine Checkliste zum Herausnehmen, dass man sich selber einen Überblick verschaffen kann. Was habe ich schon getan an Vorsorgemaßnahmen? Was ist noch offen? Und natürlich auch durch individuelle Dinge ergänzt werden kann. Und natürlich können auch die Gemeinden und die Hilfsorganisationen und Feuerwehren dieses Material bei uns bestellen. Das ist dann eben unsere Unterstützung für die Gemeinden bei ihrer Arbeit, den Selbstschutz zu fördern. Die können das dann auf Feuerwehrfesten, Stadtfesten oder Ähnlichem verteilen oder im Rathaus auslegen. Das war auch eine Frage, die wir über die über Twitter bekommen haben, von Harald112, der eben auch wissen wollte, inwiefern wir auch Feuerwehren mit so Maßnahmen der Presseöffentlichkeitsarbeit unterstützen. Das heißt aber Öffentlichkeitsarbeit, wenn Feuerwehren zum Beispiel ein Feuerwehrfest haben, also ab dem Zeitpunkt, wo es wieder geht, dann können die auch unsere Sachen bestellen. Also den Ratgeber könnten die auch bestellen und es dann auch im Gespräch an die Bürgerinnen und Bürger, die zu ihnen zu Besuch kommen, ausgeben. Also die entsteht für sie auch keine Kosten. Die schicken uns einfach nur eine Mail und sie würden dann im Grunde genommen auch über den Bestellservice bedient. Das kann jede Feuerwehr auch machen. Also deswegen, also auch zu der Frage, das ist schon mal eine Teilantwort. Alle Wehren können das bestellen und können das nutzen. Es entstehen für sie keine Kosten und wir würden uns sogar freuen, wenn sie es mit uns in die Fläche bringen. Genau. Und was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, natürlich sind all unsere Publikationen auch digital verfügbar über unsere Homepage. Genauso haben wir den Ratgeber jetzt in deutsche Gebärdensprache umgesetzt. Die Videos dazu sind auf unserem YouTube-Kanal und auch auf der Homepage zu finden. Sehen wir auch gerade noch mal eingeblendet, dass wir unser YouTube-Kanal, wo man eben auch sieht, die Themen, 8 verschiedene Themen haben wir da umgesetzt, Genau, also das ist eine Zusammenfassung des Ratgebers mit jeweils den Hinweisen dann zu den Kapiteln, wo man das dann nochmal ein bisschen genauer nachlesen kann, wenn man möchte. Und eine Umsetzung in leichte Sprache ist derzeit auch noch in Arbeit.
Ach so, und natürlich auf Englisch und Französisch gibt es den Ratgeber auch. Ja, das heißt, es ist ein großes Angebot für ein großes, großes Publikum. Ich glaube, für jeden ist da etwas dabei. Vielen herzlichen Dank. Das sind jetzt unsere Angebote, Selbstschutz, Selbsthilfe für Erwachsene. Vielen Dank, genau. Frau Zehner, dass Sie bei uns sind.